Ja, Hallöchen, willkommen zurück zu Let's Play. Warum haben wir so viel Zeugs? Nee, Let's Play Dingens, Bumsens, Ficken, Gregorians. Ich hab den Namen von dem Spiel vergessen, scheiße. Ja, wir haben jetzt unendlich Items. Einfach aus dem Grunde, weil, die Fallen haben wir noch gar nicht, deswegen benutzen wir das nicht, weil ich habe dann die Befürchtung, dass das Spiel dann abschmiert. Apollinara, das ist auch irgend so ein komisches Getränk, ne? Glaube ich, Apollinar. Ja, ich habe mal eben die Gegenstände Schieds alle aktiviert. Einfach aus dem Grunde, damit wir zwar keine HP, keine unendlich HP mehr benutzen müssen, aber uns heilen können, wie wir wollen. Denn, ja, damit ich also doch sterben kann, weil ich nicht rechtzeitig heile. Von daher, das muss ich hier jetzt drücken, um ein Haus zu betreten. Ich muss drücken, um eine kleine Scheißtreppe zu steigen, ja? Oh mein Gott. Ich kann sie nicht aufmachen. Sie ist von der anderen Seite abgeschlossen. Habe ich eine... Ja, ich habe eine Karte. Ah ja, wo gehen wir? Links oder rechts? Ich würde sagen, immer nach rechts. Und warum auch immer ich das meine, aber naja. Ach stimmt, ja, wir können daran, das haben wir ganz vergessen. Was haben wir denn da hinten? Wir haben ein Tor. Mal gucken. Ach, da kann ich rein, okay. Und mal wieder ein Ladebildschirm. Okay, Zwischensequenz. Ralf und Spuren führen zum Teich. Schön, dass du mir das sagst, Spiel. Tja, damit wohl ein Auto in den Teich gefahren sein. Da war der Fahrer wohl zu blöd zum Steuern. Naja, okay, haben wir irgendwas drin? Ah, ein Auto haben wir. Ein Auto sieht aber irgendwie alt aus. Auf dem Fahrersitz liegt ein Schlüssel und außerdem ein Raptor, das ich mir beenden werde. Ja, ich habe heute wieder Internet. Da bin ich froh drum. So, jetzt gucken wir uns mal um. Haben wir irgendwelches Zeugs? Eine Enthüllungskapsel. Brauchen wir eigentlich gar nicht alles. Wir haben nämlich sowieso unendlich Zeugs, also brauchen wir nicht mehr mit uns rumzuschleppen. Dann spare ich nämlich auch ein bisschen Spielzeit ein. Reifenspuren führen zum Teich, ja, das sehe ich auch, Ryan. Du Typ, du. In die Fenster kann ich nicht gucken. Das ist ja wirklich sehr sinnvoll. Ich mache eben die Karte weg. Die ist auch immens groß. Die ist viel zu groß, die Karte. Die hätte man vielleicht irgendwie in ein extra Menü oder so machen müssen. Aber nicht so aufploppend. Ich meine, schau dich mal an, wie groß die ist. Ist ja eindeutig viel zu groß. Na gut, kann ich hier rein. Es ist abgeschlossen. Sieht aus wie der Hinterausgang. Was ist denn das für ein Schlüssel? Den wir haben. Wir haben viel zu viele Items. Habe ich den Schlüssel jetzt mitgenommen? Habe ich den jetzt nicht mitgenommen? Sieht mir so aus, als hätte ich ihn mitgenommen. Oh, der Junge ist so doof. Hast du den jetzt mitgenommen? Hast du den jetzt nicht mitgenommen? Den Schlüssel. Du dummer Junge, du. Und es hängt das für mich an den Sachen auf hier. Mein Gott, so lauf zu. Und wieder da rein. Die Steuerung ist ja bockig, das müssen wir in den Spiel lassen. Also das ist das, was am wenigsten an den Spiel fällt. Hier ist nichts, was dir weiterhilft. Da hast du den Schlüssel zum Hinterausgang. Ich vergaß, man muss mir jede Kleinigkeit sagen. Nimm den Schlüssel, geh auf die Toilette, wisch dir den Hintern ab, steh von der Toilette auf, rutsch aus und brich dir am besten das Genick. Dann ist das Spiel wenigstens vorbei. Ach, nee, Leute, also, das geht mir echt auf den Keks, dass er kein Ding selber machen kann. Das ist wie so ein kleines Baby. Schön, dass du meine Puppe bist, aber dass es so weit geht, das ist auch etwas, naja. Ja, ich weiß, ich muss den Schlüssel immer selber benutzen. So was Sinnloses. Schlüssel Hintertür. Du hast den Hintertürschlüssel benutzt. Ja, dann geh doch.
einfach rein. Du Vollidiot, Alter. Mann. Was zur Hölle? Was soll das darstellen? Zombies oder was? Bin ich jetzt? Da bin ich jetzt. Dann ist wohl das da die Tür. Nee. Ich bin gerade. Ach nee. Warte. Das ist dann rechts der Raum. Dann heißt das, dass das hier die Tür dahin ist oder was? Ich untersuche mal alles. Du erkennst einen Esstisch. Ob ich auch mal daran gegessen habe? Du erkennst einen Esstisch. Ich muss euch einen dummen Kommentar verkneifen. Ist ja der Stil, das ist so. Ah, nee. Also mir gefällt es ehrlich gesagt nicht. Irgendwie. Survival Horror ist sowieso nicht für mich. Und was ich mache, ist das einfach nur eine Ermüdungs. Warum liegt ihr auf dem verdammten Herd eine Ermüdungskapsel? Was soll die Kacke? Die Türen sind zugeschlagen. Ja, dann machst du doch einfach mal auf, du Vollidiot. Aber natürlich kannst du anscheinend auch keine Schranktüren aufmachen. Das muss man dir anscheinend noch beibringen. Du kannst irgendwelche Leute mit Telekinese entschlachten, aber du kannst keine Schranktüren aufmachen. Also, wo bin ich jetzt? Da bin ich jetzt. Oh mein Gott. Aha. Ich sehe schon kommen. Ich werde mich hier verlaufen. Ich bin vielleicht überhaupt ein Speicherpunkt oder so. Ach, ich bin falsch. Ja, ich wollte eigentlich in den kleinen Raum. Ich bin ja falsch gelaufen. Ach, das ist ja auch so an Kacke, dass ich hier nicht mal irgendeinen Punkt oder sowas habe, sondern den Weg im Metall selber gehen muss. Also im irgendwie muss dann selber einen Punkt im geistigen Auge hinmalen muss, damit ich sehe, wo ich bin. Also ihr wisst, was ich meine. Ich finde sowas blöd. Ja, die Toilette ist das. Warum spielt hier Musik auf einmal? Total abgefuckte Musik wieder mal. Warum ist hier Wasser? Irgendwas liegt da auf dem Wandboden. Irgendwas liegt da auf den. Ja, dann guck doch hin, was da liegt, du. Kopfschmerz. Ich geh Kopfschmerz hier. So, jetzt gehen wir raus hier. Oh, und plötzlich frisch die Musik ab. Ist logisch. Ich schließe eigentlich auch mal meinen Batteriestatus, ist noch voll, okay. Gut. Maus. Halt. Das war jetzt schon wieder. Oh. Scheiße. Vielleicht doch nicht drücken sollen, das hat man aus in meinem Desktop gesehen. Sowas ekelhaften Desktop. Naja. So, gehen wir mal dahin und dann gehen wir. Nee, ich bin hier falsch. Ich will auch nicht. Ich bin gerade verwirrt. Dann müsste ich jetzt eigentlich hier hinkommen zu einem, vielleicht der Raum da daneben. Schmier das komische Geploppe. Oh, Spiegelung. Lebt hier niemand mehr? Ja, scheint so zu sein, mein Freund. Wahrscheinlich wurden deine Eltern irgendwie weggebracht oder exekutiert oder was auch immer. Keine Ahnung, ich weiß nur, dass irgendwie das Spiel mir nicht zusagt. Irgendwie bisher, was einfach zu komisch ist. Hier ist doch wieder, ich bin mir falscher, das ist doch der Raum, wo, das ist doch das Bad gewesen jetzt, oder? Oder ist das das Bad? Nee, hier bin ich richtig. Mal da lang. Okay. Oh, Gegner. Was zur Hölle? Die können auch
Das sind auch diese, auch solche hier wie er.